Ja, ich bin tatsächlich jetzt schon, ich glaube, zum vierten Mal beim University Future Festival und es ist jedes Mal wieder faszinierend, wie viel spannende Ideen, wie viel Inspiration, wie viel Gedanken dieses Festival auslöst durch die ganzen Beiträge und Vorträge. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wenn dieses Festival ein Maskottchen bräuchte, dann müsste es eine Eule sein, weil es sich so ein bisschen anfühlt, als würde man hier immer wieder Eulen nach Athen tragen. Alle, die hier über Universität und ihre Zukunft nachdenken, haben, glaube ich, ähnliche Gedanken, haben ähnliche Erfahrungen, arbeiten an ähnlichen Projekten. Und das ist auch eine große Herausforderung für mich dieses Jahr gewesen. Man muss ja seine Folien Tage vorher schon einreichen. Und dann kommt man hierher und hat so viele neue Gedanken, die natürlich auch den eigenen Beitrag verändern. Und jetzt versuche ich das irgendwie alles zusammenzuführen, also das, was ich eigentlich vorbereitet habe mit all dem, was ich heute gehört habe, von Silja Graupe über die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, Steve Fuller, der genau sagt, das mit den Folien ist ein großes Problem, das erlebe ich auch gerade. Heute Morgen noch von Herrn Posselt, auch was zum Thema Hochschulen als Innovationsmotor auf der Bühne in Leipzig, glaube ich. Also viel, viel Innovation, letztlich ganz viel zu dieser einen Frage, die mich eben beschäftigt und ich glaube, die uns alle irgendwie beschäftigt, wozu eigentlich Universität heute noch? Was ist denn die Existenzberechtigung dieser uralten, traditionsreichen Institution in der Gesellschaft, in der wir heute alle leben und auch in dieser Gesellschaft, auf die wir uns alle gedanklich vorbereiten und für die wir versuchen, in der Zukunft mitzugestalten? Und da ist mir zu dieser Fragestellung ein Zitat wieder begegnet beim Lesen tatsächlich vom Wissenschaftsrat, der das, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Das ist die einzige Folie mit so viel Text. Ich lese es einfach mal vor, weil ich finde, es bringt es wirklich auf den Punkt. Angesichts komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen auf nationaler und globaler Ebene und der digitalen Transformation weiter Arbeits- und Lebensbereiche kommt der Hochschule eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des technologischen, ökologischen und gesellschaftlichen Wandels zu. Da würde ich erstmal sagen, ja, das stimmt. Aber gleichzeitig müssen wir uns, glaube ich, alle fragen, wird die Hochschule dieser Aufgabe gerecht? Kann sie das tatsächlich so, wie sie heute dasteht, leisten? Und wenn nein, was braucht es eigentlich dafür? Wie kommt die Hochschule zu einem Selbstverständnis, zu einer Haltung, zu einem Setup, das es ihr erlaubt, dieser Aufgabe gerecht zu werden, die sie in der Gesellschaft eigentlich haben müsste, idealerweise haben wird und die wir auch dringend, dringend, dringend benötigen? Wenn man sich Hochschule traditionell anschaut, dann wissen wir alle, reden wir natürlich immer erstmal von Forschung und Lehre. Und das ist ja auch das, was bei den allermeisten Hochschulen und letztlich auch hier im Vordergrund steht, die Frage, wie können wir Lehre verbessern, wie können wir neue Formen des Lernens, des Zusammenarbeitens, vielleicht auch des Zusammenforschens entdecken und gemeinsam erarbeiten. Aber es gibt ja seit mehreren Jahrzehnten auch schon eine fest etablierte dritte Mission der Hochschule. Und das ist typischerweise das, wo alles zusammengefasst wird, was nicht unter entweder Forschung oder Lehre fällt. Und letztlich genau auch dieses Wirken in die Gesellschaft und das Wirken und das Interagieren mit der Gesellschaft. Und ich bin heute hier, um dafür zu plädieren, dass wir diese Unterscheidung zwischen erster Mission, zweiter Mission und dritter Mission, wobei die dritte Mission so wirkt wie ein nachgeschobener Gedanke, so ein Afterthought, dass wir die mal versuchen, gedanklich über den Haufen zu werfen und uns zu fragen, was wäre eigentlich, wenn diese Aufgabe für die Gesellschaft, das Wirken in die Gesellschaft, das Interagieren mit der Gesellschaft, die Hochschule nicht als der typische Elfenbeinturm, sondern als ein durchlässiges Gebilde, wenn das der Kern der Mission einer jeden Hochschule wäre? Das ist der Gedanke, den ich heute mit euch teilen möchte. Also lasst uns mal gemeinsam dieses Dritte kurz zur Seite packen und ersetzen durch eine erste Mission oder eine gemeinsame Mission, eine große Mission, in der Forschung, Lehre und das Wirken in die Gesellschaft und das Gestalten in der Gesellschaft und mit der Gesellschaft ineinander greift und nicht separat betrachtet und diskutiert und behandelt wird. Das hat allerdings eine ganze Menge Konsequenzen. Und die erste Konsequenz ist, dass wir darüber nachdenken müssen, was ist denn mit der
viel zitierten, hochgelobten, immer wieder vor uns hergetragenen Freiheit von Forschung und Lehre. Können wir das? Dürfen wir das? Ist es überhaupt möglich, dass wir anfangen, diese Freiheit einzuschränken oder zumindest in irgendeine Richtung zu kanalisieren? Denn das würde ja bedeuten, wenn wir das einer Mission unterordnen, dass das in irgendeiner Weise ja auch zusammenwirkt und aufeinander abgestimmt wird. Und ich habe mal dieses Zitat geklaut und abgewandelt. Ich würde sagen, mit dieser Freiheit geht auch eine sehr große Verantwortung einher. Die Freiheit eben nicht als Beliebigkeit zu interpretieren. Und das, finde ich, bietet genau den Spielraum, den wir brauchen, zu sagen, ja, natürlich haben wir Freiheit. Natürlich haben wir akademische Freiheit in der Forschung und in der Lehre. Aber das bietet uns genau die Möglichkeit, uns zu fragen, was ist denn unsere gemeinsame Mission? Worauf wollen wir denn gemeinsam hinwirken mit den Tätigkeitsfeldern, die wir als Hochschule haben? Wie gesagt, diesen dritten nachgeschobenen Gedanken mal integrierend und vielleicht sogar vorangestellt als den Leitgedanken, der auch die Frage beeinflusst, was ist unser Selbstverständnis in der Forschung, was ist unser Selbstverständnis in der Lehre und wie wirkt das alles zusammen in Richtung einer gemeinsamen Mission. Also auch wenn es ein großer Schritt ist, lasst uns mal gemeinsam die Gedanken der absoluten Freiheit von Forschung und Lehre mal beiseite schieben. Und stattdessen die Frage stellen, wie kann denn auch die Forschung und die Lehre innerhalb der Hochschule Teil einer Mission werden? Teil einer gesellschaftlichen Aufgabe, Teil der Frage, wie die Hochschule in die Gesellschaft hineinwirken kann und den am Anfang zitierten Aufgaben gerecht wird, die Gesellschaft von morgen aktiv mitzugestalten. Und ich denke, wir haben alle viele Beispiele im Kopf, viele Themen, von denen wir uns wünschen würden, dass irgendjemand in unserer Gesellschaft dazu eine klare Haltung vermittelt. Leitplanken, gedankliche Beispiele, wie damit umzugehen ist, wie diese Themen einzuordnen sind, weil alle diese gesellschaftlichen Herausforderungen, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen, natürlich komplex sind. Es gibt keine simplen Antworten auf diese Fragen. Und letztlich, glaube ich, sind wir alle der Meinung, dass die Hochschule der ideale Ort wäre, um zu diesen komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen Haltung zu beziehen, Stellung zu beziehen und nicht nur im Innenverhältnis und im Austausch unter Akademikerinnen und Akademikern, sondern wirklich im Dialog mit der Gesellschaft und mit Menschen, die nicht Teil des Ökosystems Hochschule sind, nicht Teil der akademischen Bubble sind. Und natürlich gehört dazu auch die Frage, nicht nur, was bringen wir den Studierenden bei, sondern auf was für eine Welt bereiten wir sie vor, also was ist auch unsere Vorstellung von der Welt. Und was glauben wir denn, was unsere Studierenden jenseits von fachlichen Kompetenzen dafür brauchen, um in dieser Welt wirksam werden zu können? Und das bezieht sich natürlich auch auf die Frage, was heißt das für die Forschung? Welche Fragen stellen wir uns in der Forschung? Und nicht zuletzt, wie schaffen wir es, dass die Erkenntnisse, die wir in der Forschung produzieren, in der Gesellschaft wirksam werden? Nicht nur in Fachpublikationen und in so unseren kleinen akademischen Zirkeln, sondern wirklich mit der Gesellschaft interagieren, in der Gesellschaft wirksam werden. Und ich habe einfach mal versucht, mir vorzustellen, wie dein Prozess stattfinden würde einer Hochschule, die sich dieser Herausforderung stellt und sich auf diesen Weg begibt. Und ich glaube, wir haben alle ein paar Beispiele schon heute gesehen und kennen vielleicht auch Beispiele von Hochschulen, wo wir heute schon sagen könnten, ja, da ist die Mission klar erkennbar, da ist die Mission klar formuliert und da sieht man auch, wie Lehre, Forschung und letztlich diese Third Mission aufeinander einzahlen und ein gemeinsames Ganzes bilden, um der Hochschule die Möglichkeit zu geben, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass viele Hochschulen noch weit davon entfernt sind, auch wenn sie alle ein Leitbild haben. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, viele, viele Leitbilder zu lesen. Und tatsächlich fällt auf, es gibt manche Leitbilder von Hochschulen, die sehr spezifisch sind, wo man wirklich, auch wenn man den Namen der Hochschule ausblenden würde, eine gute Chance hätte herauszufinden, welche Hochschule das ist. Es gibt aber noch viel mehr Leitbilder, wo man keine Chance hat, herauszufinden, zu welcher Hochschule sie gehören, weil sie absolut austauschbar sind, weil immer wieder die gleichen Phrasen darin vorkommen. Und auch das klang heute schon an auf dieser Bühne. Am Ende geht es nicht darum, was in diesem Papier steht, sondern was ich da umsetze, wie ich es umsetze und wie ich damit auch einen Unterschied mache in der Gesellschaft. Und deswegen wäre für mich der erste Schritt zu fragen, was sind denn die Herausforderungen, denen wir uns als Hochschule speziell stellen wollen, denen wir uns widmen und verschreiben wollen?
Denn ich glaube, wir können auch alle sagen, es wird nicht alles sein. Wir können nicht alles auf einmal lösen. Und je klarer eine Hochschule sich einer bestimmten Herausforderung verschreibt, desto handlungsleitender werden auch die damit einhergehenden Einschränkungen. Und ich denke, wir können uns alle jetzt viel darüber unterhalten, was die wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen sind, ob es um Förderung von Demokratie und Demokratieverständnis geht, ob es um Nachhaltigkeit und den Kampf gegen den Klimawandel geht, ob es um die Integration von digitalen Technologien und KI geht. Ich glaube, die Liste ist relativ lang und wir brauchen ja letztlich auch die große Vielfalt. Aber das wäre auch im Innenverhältnis der Hochschule eine ganz spannende Herausforderung zu fragen, was können wir gut? Wofür stehen wir vielleicht heute schon in gewissem Maße und was wollen wir uns wirklich auf die Fahnen schreiben als gesellschaftliche Herausforderung, der wir uns stellen? Und das natürlich dann zu übersetzen in eine Mission und zu fragen, wir als Hochschule, wie kann unser Beitrag denn aussehen? Wie formulieren wir den Anspruch an uns selbst, um zu diesem speziellen Thema in die Gesellschaft hineinzuwirken? Und das passiert in der Lehre, in der Art der Lernumgebung, in der Art, wie wir den Studierenden die Möglichkeit geben, zu lernen, sich zu entwickeln, sich zu entfalten. Das passiert natürlich in der Forschung. Und das stellt natürlich auch die Frage, wer sind denn die anderen gesellschaftlichen Akteure, mit denen ich mich als Hochschule verbinden muss, mit denen ich mich austauschen muss, die es mir erlauben, in die Gesellschaft hinein wirksam zu werden. Und letztlich fände ich es hochspannend zu schauen, auf eine Hochschullandschaft zu blicken, in der jede Hochschule eine klar definierte Mission hat, die sich einem klar definierten gesellschaftlichen Problem oder auch mehreren davon widmet und sich ein Stück weit auch daran messen lässt, welchen Beitrag es die Hochschule tatsächlich leisten kann. Die dritte Herausforderung besteht dann natürlich, den Worten auch Taten folgen zu lassen und das Ganze wirksam umzusetzen. Und das ist insbesondere eine Aufgabe für die Organisation, dafür zu sorgen, dass alle mitgenommen werden, dass also die Lehrenden, dass die letztlich die gesamten Menschen, die die Organisation Hochschule ausmachen, in der Lage sind, diese Gestaltung mitzugestalten und sich dem zu verschreiben und das dann für sich selbst zu übersetzen und die Frage zu beantworten, was heißt das für mich? Was heißt das für meinen Fachbereich? Was heißt das für meinen Lehrstuhl? Was heißt das für meinen Lehrauftrag? Was heißt das für mein Studium? Idealerweise abgestimmt mit den anderen. Und interessant ist, dass natürlich damit auch es plötzlich viel einfacher wird, interdisziplinär zu arbeiten, weil der Fokus nicht mehr nur die eigene Disziplin ist, sondern eine übergeordnete Aufgabe, eine übergeordnete Mission, die von der Natur her transdisziplinär angelegt ist, wo alle Disziplinen innerhalb der Hochschule sich fragen müssen, was können wir sinnvollerweise dazu beitragen und damit automatisch in den Dialog geraten. Die Umsetzung kann so vielfältig sein, wie die heutige Hochschullandschaft es schon ist, aber sie löst im besten Falle einen intensiven Dialog innerhalb der Hochschule aus zwischen den verschiedenen Akteuren und sorgt dafür, dass sich alle auch einander reiben und die Frage sich immer wieder herausfordern hinsichtlich der Frage, wie genau sieht unser Beitrag denn aus? Was können wir wirklich praktisch tun? Wie müssen wir unsere Lehre gestalten? Wie müssen wir unsere Forschung gestalten? Wie müssen wir uns als Hochschule, als Organisation aufstellen, um in diese Gesellschaft so wirksam zu werden, wie wir das in unserer Mission formulieren? Der letzte Punkt ist die Wirksamkeit. Und die Wirksamkeit ist etwas, das gemessen werden muss, das erfasst werden muss. Wenn wir uns nur darauf besinnen, eine schöne Mission zu formulieren und dann diese Mission zu übersetzen, aber uns nie die Frage stellen, ob wir tatsächlich mit dem, was wir tun, einen Unterschied machen, dann ist auch kein Lernen möglich in der Organisation, keine Weiterentwicklung. Es ist so schmerzhaft und schwierig, das auch sein mag, aber ich glaube, es gehört dazu, dass wir uns als Hochschule auch messbar machen mit unserem Wirken in die Gesellschaft hinein. Also ganz klar benennen, woran wir festmachen, dass wir wirksam sind, wie diese Wirksamkeit beobachtet werden kann und wie vielleicht auch das Ausbleiben der Wirksamkeit sichtbar gemacht wird. Denn nur so ist es auch möglich, einen positiven Feedback-Zirkel zu bauen, der es dann wiederum erlaubt, herauszufinden, wie können wir denn mit dem, was wir tun, noch besser werden? Wie können wir noch wirksamer werden? Oder so, wo sind wir auch ganz offen mit unserem Anspruch, mit unserer Mission gescheitert? Ich glaube, dass viele Hochschulen heute erste Ansätze dazu haben, aber noch weit davon entfernt sind, wirklich die Frage beantworten zu können, werden wir denn im Maß, in dem wir uns das vornehmen, wirksam? Und vielleicht sogar, wie können wir diese Wirksamkeit tatsächlich noch verbessern. Auch diese Verbesserung ist ja nur möglich, wenn ich einen Unterschied zwischen heute und morgen erkennbar machen kann.
Das wären die vier Punkte, die es braucht, um so etwas in eine bestehende Hochschule hineinzutragen und gemeinsam aus der Hochschule heraus zu entwickeln. Aber wie wir alle wissen, darf so etwas nicht in Stein gemeißelt sein. Es muss letztlich angelegt sein, um sich verändern und um weiter wachsen zu können mit den Herausforderungen unserer Gesellschaft. Denn wir alle wissen nicht, ob in 10 oder 15 oder 20 Jahren die Herausforderungen noch die gleichen sein werden, was sich verändert hat. Also brauchen wir einen fünften Punkt, der die Weiterentwicklung sicherstellt, der also einen Ort schafft, der immer wieder dazu führt, dass die Menschen innerhalb der Hochschule zusammenkommen und sich fragen, müssen wir unsere Mission anpassen? Haben wir vielleicht unser Ziel schon erreicht und setzen uns ein neues? Hat sich das Ziel verändert? Braucht die Gesellschaft etwas anderes von uns? Haben sich vielleicht auch die Rahmenbedingungen so verändert, dass wir uns neu vergewissern müssen, was genau unsere Mission ist und wie wir sie idealerweise mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, umsetzen können? Ich fände es sehr spannend, wenn sich Hochschulen auf den Weg machen und diese fünf Aspekte einer Mission zur Wirksamkeit in die Gesellschaft hinein gemeinsam bearbeiten und einfach mal schauen, was dabei herauskommen kann. Ich denke, wir haben einige Beispiele, die zeigen, dass das Kräfte freisetzen kann. Ich habe schon kurz erwähnt, die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, die heute schon hier Thema war und die im Grunde ja genau diesen Anspruch schon im Namen trägt. Es gibt andere Hochschulen, die das intentional angelegt haben. Hier zum Beispiel die Minerva University aus den USA, die über sich selbst ein Buch geschrieben hat, das bezeichnenderweise den Titel trägt The Intentional University, wo also wirklich nachgezeichnet wird, wie eine kleine Gruppe von Menschen mit einer ganz bestimmten Intention, einer ganz bestimmten Idee von Wirksamkeit eine Hochschule konstruieren, konzeptionell anlegen und dann in bemerkenswerter Weise umsetzen. Es gibt die Arizona State University, die es sich zum Ziel gemacht hat, Hochschulbildung, qualitativ hochwertige Bildung, möglichst breit zugänglich zu machen und die letztlich fast alles, was sie an Möglichkeiten, technologischen, akademischen Möglichkeiten hat, an diesem Ziel ausrichtet und da in den letzten Jahren Bemerkenswertes bewegt hat. Die Liste ist lang. Letztlich ist das ja auch meine Geschichte mit der Code University ein bisschen. Wir sind angetreten, wir haben es damals genannt, Educating the Digital Pioneers of Tomorrow, haben uns also überlegt, was ist eine Zielgruppe, die wir in die Lage versetzen wollen, dieses Morgen geprägt von Technologie mit einem Pioniergeist zu gestalten und haben versucht, daraus ein Lernkonzept abzuleiten. Letztlich alles deutlich verbesserungswürdig und noch weit davon entfernt, idealtypisch das zu sein, was eine Hochschule leisten kann. Aber gleichzeitig glaube ich, dass in jeder Hochschule das Potenzial steckt, sich einer solchen Mission zu verschreiben und damit diese Sichtbarkeit in der Gesellschaft und die Wirksamkeit in die Gesellschaft hinein dramatisch zu erhöhen. Die ganze KI-Debatte, auch jetzt gerade wieder auf der Bühne, ist für mich ein Beispiel, wie es nicht sein sollte. Dass Hochschulen lange Zeit nicht als diejenigen Orte in der Diskussion auftauchen, wo die Leitplanken definiert werden, wo die Haltung definiert wird, wo neue Ideen für den Umgang mit dieser Technologie kommen, sondern wo Hochschulen meistens in der Diskussion auftauchen als ein Ort, der verunsichert ist, der noch gar nicht weiß, wie er mit der Technologie umgehen soll, der vielleicht noch gar nicht den Anschluss gefunden hat an das, was passiert, wo die interessantesten Wirkungen in die Gesellschaft hinein von profitorientierten Unternehmen gestaltet werden und nicht von den Hochschulen selbst. Und ich glaube, wir alle könnten uns vorstellen, wie es anders wäre, wenn in solchen Diskussionen tatsächlich die Hochschulen der Ort sind, wo Menschen hinschauen und fragen, was sagt eigentlich diese Hochschule dazu? Was sind die Menschen, welche Haltung haben die Menschen dieser Hochschule dazu? Und wenn das für uns als Gesellschaft ein Stück weit handlungsleitend werden würde. Ich denke, wir alle haben erlebt oder erleben eine Gesellschaft, die zunehmend auch wissenschaftsverdrossen wird, wissenschaftsskeptisch wird. Und das wäre etwas, was auch dieser Entwicklung entgegenwirken könnte, wenn Hochschulen stärker sichtbar würden, als sich einer Mission verschreiben, sich auch letztlich ein Stück weit transparent darüber machen, wie sie diese Mission erreichen wollen und ob sie diese Wirksamkeit entfalten. Und deswegen möchte ich gerne Sie zum Abschluss alle einladen, diese Fantasie auszuarbeiten und sich entwickeln zu lassen dazu, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn Hochschulen in diese Verantwortung hineinwachsen. Wir haben heute auch schon gehört, die Hochschulen haben eine Imagination Crisis.
wie viele, viele junge Menschen plötzlich nicht mehr in der Lage sind, oder nicht plötzlich, sondern nicht mehr in der Lage sind, sich ihre eigene Zukunft vorzustellen oder Ideen davon zu entwickeln, wie ihr eigenes Leben oder unsere Gesellschaft in 20 Jahren aussehen kann oder aussehen soll. Ich glaube, dass Hochschulen dieser Ort sein können, zum Teil heute schon sind, aber natürlich viel mehr Potenzial haben, dieser Ort zu werden, wo solche Zukunftsbilder entworfen werden, wo solche Zukunftsbilder anschlussfähig entworfen werden für die Gesellschaft, für Menschen in der Gesellschaft, die nicht Teil der akademischen Bubble sind und so genau diese Wirksamkeit entfalten und damit letztlich auch die, eine ganz mächtige und wirksame Antwort auf die Frage geben, wozu denn heute noch Universität? Dankeschön. Vielen Dank, Manuel. Wunderbar. Das ging so schnell, dass wir ganz viel Zeit für Fragen haben. Ich weiß, wir sind im Stream ein kleines bisschen versetzt, deswegen dauert es einen Moment, bis Sie hoffentlich ankommen. Ein Statement ist schon da, aber gerne den Stream oder den Chat noch mit Fragen anreichern. Wir haben ausreichend Zeit zu diskutieren. Schreibt gerne Gedanken rein, vielleicht auch Plädoyers oder konträre Gedanken, dass wir wirklich eine gute Diskussion haben. Und wer hier im Publikum ist, kann genauso in den Stream reinschreiben. Ich lese mal kurz ein Statement vor, das kommt von Jochen Büchel. Erstmal ein Kompliment, er redet sehr gut. Bin gespannt, ob es auch an die Grenzen der Rationalität geht, Sloterdijk. Und wenn ich das richtig verstehe, Macho haben es in Gnosis Reader vorgemacht, Bildung sollte Ungeheuerliches enthalten, so wie das Leben. Und sicher nicht nur ordentlich Vermessbares. Dem kann ich absolut zustimmen. Mein Plädoyer ist nicht dafür, jetzt die Bildung kleinteilig messbar zu machen, sondern stattdessen eher zu schauen, können wir die Wirksamkeit von Hochschule greifbar machen. Ich würde auch ganz klar sagen, nicht alles darf, kann in Zahlen, kann quantifiziert werden. Damit schränken wir uns viel zu sehr ein. Aber es ist auch nicht der richtige Weg zu sagen, naja, wenn man nicht alles messen kann und quantifizieren kann, dann versuchen wir es erst gar nicht. Sondern auch diese Diskussion an sich kann schon sehr wichtig und fruchtbar sein. Diana Schäfer steuert gerade noch bei, eigentlich sollte die Mission einer Wirksamkeit in die Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein, denn deutsche Hochschulen werden aus Steuergeldern der Allgemeinheit finanziert. Interessant zu beleuchten wäre meines Ermessens nach auch die Beziehung zu Drittmittelgebern und die damit verbundenen Abhängigkeiten / Einflussnahmen. Er grinst vielsagend. Ja. Nee, ich habe mir im Vorfeld in der Vorbereitung einmal überlegt, wie wäre es, wenn es keine Universitäten gäbe, aber wir als Gesellschaft sagen würden, wir nehmen jetzt mal 500 Milliarden über die nächsten 10 Jahre in die Hand und gestalten solche Institutionen mit dem klaren Ziel, auf eine bestimmte Weise in die Gesellschaft wirksam zu werden. Und es wäre interessant zu schauen, was dann dabei rauskommt, wenn man sich heute fragen würde, mit der Menge Steuergeldern, die ungefähr als Grundfinanzierung über 10 Jahre in die deutschen Hochschulen fließt, was würde man heute damit machen? Käme da genau das Gleiche raus, etwas Ähnliches oder etwas völlig anderes? Interessanter Gedanke. Was ich noch fragen wollte, du hast ja auch vorhin, Celia, erwähnt und wie gesagt, Ihr Talk beim letzten Off hat unglaublich resoniert, einer der meistgesehensten, auch heute Ihr Statement wieder sehr beeindruckend. Das heißt, Ihre Thesen scheinen sehr zu resonieren. Hast du das Gefühl, ist das repräsentativ, dass vielleicht in Hochschulen auch eigentlich der Wunsch da ist, Verantwortung zu übernehmen, in die Gesellschaft hineinzuwirken? Wie ist da dein Eindruck? Also ich würde erstmal unterstellen, dass sich niemand zufällig an einer Hochschule verirrt. Für die allermeisten ist die Tätigkeit an einer Hochschule, egal ob das jetzt der Fokus der Lehre oder der Forschung ist, ja irgendwie Herzensaufgabe und eine Leidenschaft. Und damit einher geht auch der unbedingte Wille zur Selbstwirksamkeit. Ich glaube, was uns besser gelingen muss, ist den Menschen, die in den Hochschulen tätig sind, Möglichkeiten zu schaffen, nicht nur in ihrer eigenen akademischen Bubble wirksam zu werden, über zitiert werden und Vorträge und Poster-Sessions, sondern wirklich auch in die Gesellschaft wirken zu können. Dazu muss die Hochschule als Organisation auch Anschlussmöglichkeiten bieten. Aber erstmal würde ich unterstellen, dass jeder, der in der Hochschule tätig ist, genau diesen Wunsch hat. Und deswegen, glaube ich, resoniert das Thema auch so sehr. Du meinst, es bräuchte vielleicht auch noch so etwas wie ein Impact-Assessment der Hochschularbeit? Ja. Das wäre sicherlich ein spannender Ansatz. Jetzt kommen langsam auch weitere Statements rein. Jochen Büchel, was sind andere Wirksamkeit, Biomarker als Messbarkeit? Genau, Missionen brauchen auch andere Monitoring-Kulturen. Geht vielleicht so in eine ähnliche Richtung. Ja, letztlich kann man vielleicht nicht messen, aber man kann natürlich auch mit Geschichten arbeiten. Wir haben ja Tales of Tomorrow, Narrative sind unglaublich wirksame Arten und Weisen. Anekdoten können sehr wirksam sein, können letztlich auch Wirkung und Wirksamkeit beschreiben auf einer Ebene, wo es nicht quantifizierbar ist. Also ich glaube,
Aber ich glaube auch allein diesen Diskurs zu führen innerhalb der Hochschule oder auch mit der Gesellschaft, woran erkennen wir Wirksamkeit, woran machen wir sie fest, wäre schon ein spannender Schritt in die richtige Richtung. Dann hier noch ein Beitrag. Wie definierst du denn Wirksamkeit und bräuchte es denn eine gemeinsame Definition, um Vergleichbarkeit zwischen den Institutionen herzustellen? Das wäre ja eigentlich der Gegenentwurf zu dem, was du gemeint hast, eher so einer weichen Erzählung. Ich glaube nicht, dass die Hochschulen notwendigerweise in der Art im Wettbewerb miteinander stehen müssen. Solange die Hochschulen sich selbst einer bestimmten Art von Wirksamkeit verschreiben und sich daran messen lassen, von mir aus auch nach selbstdefinierten Kriterien, ist schon, glaube ich, sehr viel gewonnen. Und für meinen Lernmoment des Tages sorgt noch Jochen Büche. Er schreibt nämlich, Hubert Macho ist großartiger Kultur- und Religionsphilosoph aus Wien. Vielen Dank, Jochen, dass du meine Ignoranz hier beseitigt hast oder adressiert hast. Da war ich mir vorhin nämlich unsicher beim Vorlesen. Sehr schön. Schon wieder was gelernt. Weiter geht's. Diana Rosé Sperling fragt, wird diese Wirksamkeit an einem gewissen Punkt enttäuscht aktuell? Das lässt sich sicherlich nicht verallgemeinern, aber ich glaube tatsächlich, dass vieles von der potenziellen Wirksamkeit deswegen verpufft, weil die Schnittstellen zwischen Hochschulen und Gesellschaft noch nicht so durchlässig sind, wie sie das sein können. Weil vieles an akademischer Wirksamkeit innerhalb der Forschung sich doch in geschlossenen Systemen bewegt, wo Menschen in den akademischen Zirkeln, in denen sie sich bewegen, wirksam werden, aber nicht, deswegen denken wir ja so viel, deswegen bauen wir ja Transferzentren, deswegen haben wir ja diese Third Mission, weil wir gemerkt haben, dass mit den ersten beiden Missionen das kein Selbstläufer ist, das nicht von alleine funktioniert. Und wenn wir das aber nicht als Add-on, als Plugin denken, sondern wirklich als integralen Bestandteil der Mission Hochschule, dann glaube ich, kann das auch ja, anders wirksam werden. Und Jochen Büchen steuert auch noch bei, genau das versucht die narrative Medizin. Wenn er das sagt. Lassen wir so stehen. Auf jeden Fall großer. Lohnt sich vielleicht mal reinzugucken, ja. Um das aufzunehmen in deine Slides bei dem nächsten Präsentation. Könnte das vielleicht ein gutes Beispiel sein? Also Jochen, wenn du da noch was Konkretes zu hast, schreib das gerne in den Chat. Ich lasse Manuel gleich noch in meinen Laptop schauen. Dann kann er das vielleicht mitnehmen als Anregung. Wunderbar, ich glaube, wir haben alle Fragen geschafft. Manuel, großartig, richtig toll, dich schon wieder dabei gehabt zu haben. Abschlussfrage angenommen, du bist bei dem dann 5. UF auch mit dabei. Welches Thema würde dann anstehen oder welches würdest du dir wünschen, dass es ansteht? Also mit den Erfahrungen heute würde ich am liebsten mal hierher kommen und einfach einen Beitrag bauen aus all dem Input, den ich in den Stunden und Tagen zuvor bekomme, weil es immer wieder so bereichernd ist, anderen zuzuhören und viele andere Ideen zu nehmen. Insofern, ich weiß es noch nicht. Du hast jetzt 365 Tage Zeit dafür. Vielen Dank dir. Schön, dass du da warst. Danke.